Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA 22 und dem dritten Vorbereitungsspiel, vielleicht sogar schon im letzten. Wir sind wieder dabei mit unserem BVW Flinghofen und hoffen natürlich, dass wir noch heute wie weiterkommen. Sechste Runde müssen wir aufholen. Mit ein bisschen Glück, Arisch muss ich Milik schlagen auf alle Fälle, sonst ist das Thema eh, da können wir 20 nur gewinnen, wäre es egal. Gucken. Also, wie gesagt, wir müssen unsere Aufgaben lösen und ansonsten. Das. Also das direkte Vergleich in der letzten Folge hätten wir gewinnen müssen. Da wären wir voll dabei gewesen und ja. Okay, gehen wir rein ins Match. So, gucken wir mal gerade wegen den Trikots, damit wir da mal reinkommen. Dann gehen wir rein ins Match hier. Auf geht's. Also heute muss man auf jeden Fall gewinnen, ansonsten war es das. Auf geht's. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das heutige Spiel gemeinsam mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Na dann, gehen wir rein ins entscheidende Spiel. Es ist das dritte Spiel. Alles oder nicht. Sieg oder fliegen. Siegen oder fliegen, das ist heute das große Motto hier. Richtig. Ah, aber kein Fall. Wir haben definitiv die Big Points im letzten Spiel liegen lassen. Wir haben ja 2 Punkte liegen lassen, ansonsten war es das halt, wie gesagt. Meier. Ja. Bisschen zu eigensinnig. Bisschen zu spät gespielt. Ja, alles gut. Wie gesagt, heute ist es so Sieg oder Fliegen. Es gibt nichts anderes. Ich gehöre auch dazu. Viele haben den Ball schon drin gesehen. Ja, gut gelöst. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Und die Situation ist gut dazwischen gegangen da hinten von den Schweden. Mit dem Konter weitergehen. Bei mir wird er wieder gehalten worden. Nach 15 Minuten der Nackenschlag hochziehen. Und jetzt heißt es, fürs Bett wird es anders möglich. Wenn wir verlieren oder unentschieden war es das immer raus, dann kann man, dann ist es wurscht. Ist das der Ausgleich? Das ist nicht wahr. Richtig stark gemacht, verhindert hier ja, den sicheren Treffer. Ecke kommt rein. Den Ball hat er. Ganz souverän. Könnte der Ausgleich sein. Drin! Ausgleich! Jetzt fahren wir noch ein Tor. Und lass uns raten, das war. Ne, Chini war es diesmal. 1-1. Nice
eiskalt macht er hier das Tor aus kürzester Entfernung. Ja, schön hier durchgearbeitet und dann rein ins Glück. Ausgleichstreffer auf jeden Fall. Cini, erstes Turniertor für ihn. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Jetzt wollen sie die Abwehr irgendwie aushebeln. Hauser. Ach Mann! Hätte ich was anderes geplant. Albeck. Da haben sie jetzt den Ball. Schön dazwischen gegangen. Das könnte gefährlich. Er schießt! Boah, ich wollte gerade sagen, ey, das kann. Strammer Schuss, strammer Schuss. Am Ende nicht vom Erfolg gekrönt. Nicht so konnte. Zu früh gestartet. Es gibt war kein Fall. Schwarzer Torschütze zum der Vorbereiter zum 1-1 hier. Ah, da ist der Ball weg. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Gefährlich werden. Aber kurze Distanz, kein Tor. Vielleicht war dieser harte Schuss die falsche Entscheidung. Sehe ich auch so, wenn der Platzierter kommt, dann wird es gefährlich. Schwaches Zuspiel, kein Wunder, dass da nichts ankommt. Alles zu offen hinten teilweise. Ganz energisch. Super durchgesetzt. Ja, kein Foul. Alles gut. Aktion, Ball ist weg. Ball fliegt hoch ein. Volles Risiko. Boah, Alter. Ja, jetzt kriegen wir es gerade ein bisschen, laufen gerade ein bisschen hinterher. Ecke kommt. Seidel. Ja, ist keiner mitgelaufen. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Also der Keeper nicht gerade traumstark, wäre es jetzt das 2-1 gewesen. Also mittlerweile ist es sogar verdient. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Abseits. Der Ball kommt. Jawohl. Das ist abseits, Pfanne so. Ah, und ich glaube, da waren sie im 16er einfach zu statisch. Da müssen sie sich mehr bewegen. Sonst kann die Abwehr sie... Oh Mann! Du kriegst aber gerade gar keinen Zugriff da vorne. Die kombinieren sich da gerade durch, als gibt's keinen Morgen. Aber vielleicht wär's doch der Schlenzer gewesen. Beide Teams waren in der ersten Hälfte erfolgreich. Es steht 1-1. Ja, das ist eh egal, wie die anderen Spiele stehen. Es steht 1-1 beim anderen Parallelspiel, aber... Der Anschluss ist erfolgt. Oder 0-0, glaube ich, steht sogar. Vorstoß jetzt. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Jawohl. Gut weggegrätscht da. Müssen wieder reinkommen in dieses Match. Jetzt die Ecke. Diesen Kopfball hat er ganz ohne Probleme. Ja, der war weder genau noch hart. War gar nichts. Sie unterstützen gut. Ich kriege aber gerade 0,0 Zugriff auf diese Position, auf diese Spieler. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Hier wurde auch Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Sie erarbeiten sich immer wieder. Das kann nicht sein, der liegt schon 5 Jahre vorher und trotzdem kriegt er den. Das ist die Schwäche vor dem Tor, die müssen Sie abstellen. Dann ist die Führung eine Frage. Das gibt Geld für die Mann. Sehr gut gemacht, richtig das Spiel zunächst weiterlaufen zu lassen. Nee, null.
Ich krieg gerade nichts da irgendwie auf die Reihe. Ich habe 0,0 vor, 0,0. Also, es hat sich angedeutet und jetzt steht es endgültig fest. Sein neuer Verein ist der AC Mailand. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat für den Spieler. Ah ja, das war doch nichts. Ball gespielt, ganz klar. Foul wird Freistoß geben, er beschwert sich auch überhaupt nicht. Na, dann, was? Wo war da ein Foul? Die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Nicht ganz genauso, Wolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Setzt die Klasse durch. Schöne Bewegung. So, die Chance jetzt. Ball kommt hart, Ball kommt mit jeder Menge Druck, aber drüber. Ich kriege aber keine einzige Möglichkeit, mir irgendwas zu machen. Schumacher, da kommt der Pass. Wenn ich ehrlich bin, das ist sowas von unverdient, aber das ist mir gerade sowas von Latte. Ich führe 2-1. Du hast eigentlich seit gefühlt einer halben Stunde die einzige Chance und nutzt sie dann. Hat sich in die Doppelschlag. Doppelpack. 2-1. Und plötzlich ist man wieder drin. Aber Voraussetzung, es gibt einen Sieger mehr im nächsten Spiel. Wenn man Pech hat, zieht man trotzdem 4 Punkte raus. Kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Das ist eigentlich noch zu wenig. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Es ist eigentlich sogar noch zu wenig, um weiterzukommen. Zweikampf um den Ball. Gut durchgesetzt. Kommt jetzt die Flanke. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Sie kommen jetzt über außen. Gute Chance. Ja, du musst eigentlich ein Haus hoch überlegen und einen Sieg rausschießen. Ich brauche nur 1-2 Tore. Ja, das ist verdient. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann ist das wunderbar. Und hat so lange... Ja, wie gesagt, es ist eh noch zu wenig mit 2-1. Wahnsinn! Sie haben das Comeback geschafft und gleichen hier tatsächlich noch aus. Was für eine Moral in dieser Mannschaft. Klasse Pass! Das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Macht er das Tor! Weiter gefährlich nach diesem Block. Warum nicht? Guter Einsatz, da verhindert er das Tor. Genau richtig gemacht. Sie gehen dazwischen. Die Willens in der Vorwärtsbewegung. Ballverlust Willens. Gibt's hier vielleicht doch noch die Chance auf den Sieg der Welt? Das ist zum Kotzen. Die können ohne Probleme von innen rausspielen. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein wichtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Die Villains sind hinten. Sie machen weiter. Ich krieg's aber auch nicht hin, nochmal einen vernünftigen Ball bei 3 Meter zu spielen. Ich krieg gerade echt nichts hin. Schröder. 6 Minuten sind noch zu gehen. Was für eine Chance! Sie haben es geschafft, sie haben den Ausgleich. Na, ich freue mich gerade über das 3-3, aber das ist irgendwie zu wenig.
Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Das Spiel. By the way, was hat Chili mit seinem dritten Tor? Und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Gute Aktion. Die Partie Meier. Neigt sich dem Ende entgegen. Zwei Minuten sind es noch. Der Ball kommt. 4-3. Nächste Tor. Sie setzen nach. Sie belohnen sich mit diesem blitzschnellen Doppelschlag. Schumacher mit der 4-3. Erneut ein Führer. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tors. Man hat endlich mal wieder was auf die Reihe gegeben. Machen Sie aus nächster Nähe das Tor, das ist letztlich... Aber das ist halt zu wenig, wenn das andere Spiel nicht irgendwie 5-1 oder so ausgeht. Das ist mir dann immer... Ich fürchte, dass ich tatsächlich mit dem... Ja, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ja, warte mal, warten wir es einfach ab. Ich meine, wir haben unsere jetzt... Wir haben uns... Wir haben jetzt erstmal unsere Aufgabe gemacht. Aufgabe gelöst. Für das 4-3. Sie werden hier wechseln. Eine enge Kiste und das, obwohl wir schon 7 Treffer gesehen haben. Wer weiß, was noch alles passiert. Vielleicht geht jetzt doch noch was. Das gibt Einwurf. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Das war schon wieder. Ey, das war doch schon wieder kein Foul. Ganz klar, Ball gespielt. Das könnte so etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Rolf. Beim nächsten Foul ist die Karte fällig. Die Chance. Jetzt ist sie vorbei. Ey, weißt du, du hast 3 Minuten Nachspielzeit. Er lässt 6 Minuten nachspielen und die kriegen doch das 4-4 auf die Reihe. Jetzt sind sie wieder da, durch diesen späten Treffer in der Nacht. Du hast nicht, kriegst keinen Zugriff auf das Blatt. Was für ein Tor. Hey, aber für was, gibt es diesen Freistoß? Den hat er mir nämlich zugehört, den hat er nämlich den. Das Spiel ist aus, das war's. An diesem Unentschieden ändert sich hier also nichts mehr. Es war ein enges, war ein offenes Spiel. Ich glaube, dieses Unentschieden ist verdient. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Es tut weh. Es tut gerade so weh, weil vor allen Dingen in der letzten Sekunde war. Okay, das haben wir jetzt wirklich 5-1, 6-1 aus, dann ist es, dann fuck ich mich gerade auch drüber ab, weil ich dann in der letzten Minute für mich ein unberechtigter Freistoß, der dieses 4-4 noch kann er was draus machen? Der dieses 4-4 noch geholfen hat. Nein, letztendlich ist es wohl, ja, 1-1 zumindest, ist eh egal. Dann tut es halt, ja, es tut halt weh, weil es der erste Sieg wäre es gewesen mit dem neuen Verein. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Ja, ärgert mich gerade so ein bisschen trotzdem. Also ich hätte Minimum noch 4 Punkte mehr verdient, weil das wäre jetzt wär ein Sieg gewesen, davor der Sieg in der letzten Runde, dann wären wir 6 Punkte weiter gewesen. So sind wir mit 2 Punkten rausgeflogen. Na gut, ich würde mal sagen, wir machen Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's los und ich mit der dritten Liga.